Herzlich willkommen, meine Freunde, heute wieder zu Let's Play Minecraft Together. Und hier ist schon Philipp im Weg. Ja, natürlich. Der spielt heute nämlich mit. Und auch dabei ist Damal. Wo ist denn der? Wo ist denn Damal hin? Der spielt hier Verstecken mit uns. Ja. Ach, da hinten. Da hinten. Ach, da ist er. Hi. Hallo. Und wir haben uns natürlich wieder ein paar Minispiele vorgenommen. Aua. Damal hat gebaut. War das ein Bitslap? Wer hat gebaut? Ich nicht. Damal hat gebaut. Ja, Damal, wann hast du gebaut? Ja, ich baue ja öfters einen Haufen Scheiße. Nein, das war letzten Mal. Ey, Mats, der baut immer weiter an der Rennstrecke weiter. Das sieht eigentlich schon ganz geil aus, oder? Ja. Wenn die Welt laden würde, vielleicht. Wieso laden sie bei dir nicht? Nee, du hast mich vorhin. Aber hier sehen wir noch ein bisschen Müll von Damal, den er rumgeworfen hat. Ja gut, bei mir lädt die Welt jetzt auch noch ein bisschen nach. Ja, hier jetzt auch gerade, bei mir ist hier. Hier gerade. Leere. So, was spielen wir denn heute? Na, achso, Mensch, ärger dich nicht, hatten wir das schon mal gespielt? Nee, aber da brauchen wir noch einen Mann. Achso, nee, das ist doof. Achso, du schreibst jetzt einfach mal schnell Fille, Mats an oder so. Nee, das geht gerade schlecht. Mats ist, wer, Front Soldier, oder? Ja, Front Soldier. Einen Moment, ich muss schauen, ob ich ihn in der Freundesliste habe. Bin ich mal endlich hier aus dem. Ach, du kannst Moment. Im Teamspeak, dann müsst ihr on sein, oder? Ist ja nicht on. Ach, nee. Moment. Oder wir spielen dieses Pilgrimsspiel hier. Oh, zu dritt! Obwohl, können wir machen. Von mir aus. Soulmaster. Front Soldier. Front Soldier, Moment. Und der F. Da brauchen wir aber noch eine Rüstung. Aber das Problem ist, wir kommen da nicht hier raus, sondern an der Rennstrecke raus. Also das ist der Knackpunkt in der Geschichte. Also muss was am Ende machen, oder was? Hä, da unten in dem Ender... Hä, das Enderportal da unten habe ich zugemacht. Ja, aber selbst wenn du wieder rüber gehst, dann kommst du wieder nicht hier raus, sondern da hinten! Aus dem Portal, was, Mats und Dingsy dahingestellt haben, oder aus dem... Ja, was sie mal als erstes gemacht haben. Aber das, was unter der Rennstrecke ist. Nee, was auf der Rennstrecke ist. Nee, unter der Rennstrecke muss eins sein. Oh. Kannst ja mal durchgehen, kurz. Ja, okay. Ich gehe da jetzt durch. Bist du noch im Creative, oder? Nee. Sonst würde ich ja nicht springen. Ey, Janik, der verschwindet! Zauberei! Und? Geh mal wieder raus. Ja, hä? Nee, das ist ja nicht mal der Standardpunkt, wo wir sonst immer waren. Das, du hast hier in... Wir sind ja in einem ganz anderen Teil des Nethers. Ja, mal guckt das schon so rein. Ja, genau. Hier unter der Rennbahn, das meine ich. Ja, das ist halt der Knackpunkt an der Geschichte. Und hier war eine richtig geile Höhle, die ich eigentlich mal in einer normalen Folge erkunden wollte mit dir. Und so, das hier ist nämlich so eine... Hier ist ein U-Bahn-Schacht. Da. Den wir noch nie erkundet haben. Da. Also wir können auch viel Gewinn machen. Ja, und hier habe ich schon einen Ausgang gebaut. Aber ich habe hier geplant, aber ja, Front Soldier schreibt mir gerade jetzt nicht. Dann hat er Pech gehabt. Ja, dann können wir jetzt einfach mal fangen wir einfach mal an oder so. Schweineschlachten. Keine Ahnung. Irgendwas niedermetzeln. Große Feld hier. Oder wir machen viel Gewinn. Das ist voll doof, dass man mit Alt-Enter nicht mehr in Vollbildmodus gehen kann. Ja, im FF. Danke. Jetzt, wo ich es gerade im Optionsmenü gemacht habe. Ja, wenn du uns einfach mal fragen würdest, ne? Also entweder Schweine töten, viel Gewinn oder Eishalle. Was ist denn Eishalle? Das habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Warte. Relativ easy. Genau. Ich zeig dir mal den Eingang. Ich meine, ihr habt ja immer nur hier gezockt und gezockt. Ich würde sagen, wir machen jetzt was nur eine Viertelstunde dauert. Zum Beispiel die Eishalle. Ja. Ich weiß nicht, hast du wieder die Uhr oder nicht? Ja, wir sind jetzt bei 5 Minuten schon. 5 Minuten sinnlosen Hin- und Herlaufen. Das ist die Eishalle. Und was kann man da machen? Eisrennen oder was? Ja, genau. Ah, so wie im... So wie halt ganz normal bei Olympia. Genau. Janik, du sagst jetzt zwar
Aber glaub mir, Phil und ich haben das schon ausgetestet. Wie sollen wir denn hier rüberkommen? Er hat jetzt schon ein Problem. Er muss erstmal die Strecke testen, siehst du? Darf man da oben raufspringen? Ja, dann hab ich ja schon einen Gegner, ein Opfer, sorry. Dann mache ich gleich als erstes gegen Yannick. Und ich darf zuschauen oder was? Aber man darf oben raufspringen, ja? Natürlich darfst du oben drauf springen. Du darfst halt nur nicht über den Zaun springen. Und hier hinten muss halt die Spur wechseln. Gehst du mal auf die äußere Bahn oder auf die innere Bahn? Ja, und die äußere hat Vorfahrt, so wie bei Olympia. Weshalb die Deutsche so schlecht abgeschnitten ist. Dann müsste aber der Richtigkeit halber der auf der inneren Bahn weiter hinten starten. Die erste Runde. Theoretisch, ja. Praktisch? Nein. Okay. Naja, dann ist es halt egal. Weil es ist ja, ist es nicht eigentlich ein bisschen egal? Yannick, außen, innen. Mir ist es egal. Beides. Auch eine Möglichkeit. Ich starte in der Mitte. Wo muss ich hin stehen? Natürlich habe ich jetzt einen Vorteil. Auf diese Fläche. Ist doch egal. Du hast ja eh schon einen Vorteil. Du hast es ja schon geprobt. Ich weiß nicht, wie viele Umläufe wollt ihr machen? Puh, das haben wir gar nicht festgelegt, ne? Ja, eben. Deswegen frage ich dich ja gerade. Ja, ihr müsst sagen, wie viele Runden. Mach mal 5 Umläufe, dann bin ich auf der Innen zum Schluss. Ja. Also 5-mal über diese schwarz-weiße Linie, ja? Genau. Okay. Countdown braucht ihr, oder? Wäre vielleicht ganz nett. Na doch. 3, 2, 1. Nein, stopp. Sorry. Oh mein Gott. Tonalarm, sorry, Moment. Ja, tut mir leid. Ich habe gerade eine Facecam mit, dann sieht man meine Reaktion manchmal. Ach, das ist toll. Nee, Sonderalarm ist schlimmer als Avira. Okay, jetzt bitte. Aber ob ich die Facecam reinbaue, weiß ich nicht. So, kann ich? Ja. 3, 2, 1, go. Oh, da mach ich jetzt mal klassischer Frühstart, ey. Du darfst auch rennen, ne? Da mal führt, ganz leicht. Aber wirklich nur ganz leicht. Ah. Ja, ich hab die Blöcke ein bisschen fies gesetzt, damit es nicht ganz ja, einfach ich merk's. Wird. Du hast sie sehr, sehr gut zugesetzt. Ich weiß. So, gleich kommt der fliegende Wechsel und das ist dann die erste Runde. Oh. Tamal hat jetzt so einen kleinen Vorsprung. Ah. Hängt jetzt aber fest. Yannick muss aufholen. Komm, Yannick, komm! Komm, Tamal hat echt schon... Ah, nee, das ist sein soll. Wenn man um die Kurve rennt, dann muss man immer wieder neu sprinten. Neu anfangen. Ja, du vielleicht nicht, ich kann das aber nicht. Sobald ich immer irgendwo hängen bleibe in der Wand oder so. Das war der Zaun. Ah. Janik, vergiss das mal, die Seite zu wechseln. Zweite Runde. Ja, bin gerade wieder zurückgelaufen, du. Da mal immer noch auf der Innenbahn, musst du nicht auf der äußeren sein? Nö, ich hab grad vorhin. Also, das ist jetzt die zweite Runde bei mir. Ja, weil Yannick ist nämlich auf der Innenbahn jetzt. Ja, der hätte ja, wechseln müssen. Ich dachte, ich hätte wechseln müssen. Ja, du warst auf der Innenbahn. Jetzt ist er mal auf der äußeren. Dann ist Yannick gleich auch auf der äußeren. Also, irgendjemand von euch hat vergessen, die Spur zu wechseln. Ich bin wieder zurückgelaufen. Ist jetzt auf der inneren. Ja, nee, ich bin jetzt außen. Nein, hä? Du bist jetzt theoretisch auf der inneren. Nö, das ist. Doch, du warst die erste innen. Dann musst du die zweite außen und jetzt bist du in der dritten, jetzt musst du wieder innen. Du überrundest ihn gleich schon, ja, nur mal so zu. Ja, weil ich gerade wieder zurückgelaufen bin. Ich habe doch keine Ahnung, ich bin ja gerade stehen geblieben, während er das erklärt hat. So, jetzt ist er mal in Runde 4. Janik in Runde 3. Ah, fuck, Moment. Musst du nicht wechseln? Ja, bin gerade dabei. Oh mein Gott, was macht ihr denn da? Es ist voll schwierig nachzudenken. Ja, was musst du denn da groß nachdenken? Ja, gar nichts, ich gewinne ich weiß da, aber trotzdem. Komm, Yannick, das schaffst du noch. Nicht. Doch. Nee. Yannick bleibt überall hängen. Nee, eigentlich bleibe ich nicht hängen. Das Problem ist, dass mein Typ nicht rennen kann, richtig. Also, wenn ich immer. Mein Typ kann nicht richtig rennen. Ja, ich muss halt richtig. So, richtig. Runde für Damal, dann bist du auf der Äußeren. Doppel-W drücken. Ja, und er hätte jetzt ja innen sein müssen. Ich sag's doch, er ist falsch gewechselt. Was? Aber mir hat wieder niemand zugehört. Du musst innen enden, weil du außen angefangen hast. Aber du bist jetzt außen. Das heißt, du hast einmal falsch gewechselt und hast... Oder wir können nicht mehr zählen. Eins, zwei, mich warten lassen. Na, ich hab doch richtig gewechselt gehabt. Nee, das stimmt schon. Fünfte muss ich jetzt wieder nach innen. Theoretisch.
muss ich nach innen wieder. Bin ich ja quasi innen. Boah, Janik, hol auf. Ach, jetzt gibt's noch eine Runde, oder was? Ja, eine Runde noch. Nein, fuck! Auf dem letzten Zentimeter, ey. Wieso musst du nicht noch eine Runde? Janik macht's gerade so viel Spaß, der macht noch. Ja, der macht nochmal eine Runde. Da muss ich gegen Janik, weil Janik war eher über die Ziellinie als du. Hey, ich weiß nicht, wie viel ich muss. Boah, ich dachte, jemand von euch zählt mit. Ich dachte, du zählst. Ja, du bist doch hier, du bist doch hier unser Mathe-Genie. Ja. Gesagt. So, in oder außen? Du hast die Uhr im Blick. Mir ist es egal. Mir auch. Dann starte ich jetzt außen. Dann muss ich innen ankommen. Ja. Kann mir merken. Kannst du dir das merken? Okay. Der Marlin macht den Countdown. 3, 2, 1, los. Ja, das können wir jetzt ein 3,5 oder so. Ach nee. Mach ich nur bei Formel 1. Ah, oh, wenn ich falsch Doppel-W drücke, dann ist immer so ganz komische Lags. Janik, du hast schon was gefuttert, ne? Ja. Okay. Ich wollte bloß sagen, weil ich es gerade sehe, ich bin halb verhungert. Nö, ja, ich habe nur drei verloren. Drei Balken. Erste Runde. Keiner führt so richtig. Janik jetzt natürlich wieder mit dem Vorteil auf der Innenbahn. Ja, genau. Jetzt renn doch mal, du Knalltüte! Geht doch in einem Schwung. Und dann wieder hängen geblieben. Ah, ja. Ich glaube, das ist jetzt zu viel verlangt, wieder Tag zu machen, oder? Ja. Ja. Müssen die Zuschauer meinen, dass sie in der Nacht hier sehen, hallo? In Russland ist es doch genauso jetzt. Zweite Runde. Ich bin zwar Dritter, aber okay. Oh, Philipp, jetzt nochmal hängen geblieben. Jetzt hat er aber Riesenschritte aufgeholt. Hä, wer hat Riesenschritte aufgeholt? Weil wer hängen geblieben ist? Hier, Philipp. Ich hab die Blöcke aber echt fies gesetzt. Es geht. Oh, man landet immer kurz davor, ey. Wenn man richtig anläuft, dann kann man perfekt rüberspringen. Ja, das sagst du so einfach. Ja, Nick, hier unser Eishockey-Freak. Nee, Eislauf-Freak. Unsere Eiskunstballerina. Ballerina? Janik, vierte Runde? Nee, fünfte. Fünfte? Und fünfte jetzt? Bin schon wieder außen. Oh, dieser nervige Zaun. Ah. Die Wollblöcke, ey, da genau unpassend. Oh, diese drei Blöcke habe ich ja echt fies gesetzt. Ja, da kannst du nicht drauf springen. Doch, kannst du. Du musst halt nur richtig. Wie viel muss ich noch laufen? Letzte. Das ist jetzt das Ziel. Weil ich bin jetzt hier übers Ziel. Ja, ist gewonnen. Aber jetzt kann laufe ich noch einer. Ach nee. Ja, ich auch. Au. Warum ist nochmal spannend dafür? Ich habe gerade zum ersten Mal ein halbes Fleisch verloren. Ah, ich krieg kein schnelles Laufen mehr hin. Erstmal eine Karotte, ich habe gerade die Zeit dafür. Und doch eine Karotte. Nein, lieber nicht. Ich habe Steak dabei. Ja. Bisschen dunkel. Wie viel Zeit haben wir? Ihr beide noch? Also eine Runde ja, kriegt komm. Ihr noch. Ich hab gefallen, hat den Zaun gefunden. Juhu, Tag! Guten Tag. Ach, mach ich mal hin. Ja, mir auch recht. So, machst du Countdown, Yannick? Ja, okay. 3, 2, 1... Go. Und wieder halb hängen geblieben. Ja, das ist immer schlimm, man bleibt ja immer so in der Wand hängen, wenn man außen läuft. Philipp natürlich hier ganz schlecht. Ja, genauso wie du gerade gelaufen bist. So musst du es machen. Den richtigen anspringen, dann kommst du auf den zweiten rauf und kannst dann zum dritten raufspringen. Mein Gott, immer genau ganz knapp davor und wieder davor. Genau. So muss das gehen. Und wieder direkt davor, genau. Ich habe auch überall hängen. Ich habe mir die Blöcke. Ich habe mit Eigentor damit geschossen, das zu bauen. Eigentlich sollte er ja einen Vorteil haben, ne? Der bleibt ja nirgendwo hängen, der Knallkopf da. Aber ich glaube, ich habe aufgeholt die Runde. Kann das sein?
Ja. Du warst doch in. Ah! Ja, außen verliert man immer, wenn man an der Wand ist. Dritte Runde für mich, ne? Ja. Ihr seid jetzt beide in der dritten. So, ich bleib an jedem Ding hängen. Damal geht jetzt in die vierte Runde. Und Philipp weit zurückgeschlagen. Ich komme hier in keinen Rhythmus rein. Alter, jetzt komm, renn! Da verliere ich nicht eine Keule, ey, das gibt's doch. Ja, liebe DTM NF1-Zuschauer, die Formel 1 bei Philipp lieben, das habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Philipp auf dem letzten. Bin ich endlich mal... Alter, ich kann nicht mehr laufen. Oh, da kann Philipp natürlich jetzt auch aufholen. Ja, ich... Fuck! Nein! Und da ist er schon vorbeigezogen. Nein! So, und jetzt die letzte Runde. Die fünfte Runde, die alles entscheidende. Normal kann ich jetzt nochmal alles raushauen. Nein! Und da bleibt er hängen. Jetzt aber er hat noch seine Chancen. Wenn er mal Doppel-W drücken würde. Ja, wenn. Die ganze Zeit macht. Ja, nee, nur einmal und dann halten. Janik. So, Philipp erlaubt sich noch einen Fehler und gewinnt. Die ersten drei Runden waren so geil. Ja, und dann verkackst du in der vierten, glaube ich, war das. In der vierten verkackt er! Jetzt werden wir nein. Wir haben jetzt zwar erst 17 Minuten, aber okay. Das reicht. Auf ins nächste. Eine machen wir noch. Nee. Ich verliere sonst meinen Titel als Gewinner. Als König des Eises? Ja, hätten das Tor offen gelassen. Als ja, immer der fragt. Eisballerina. Lol! Ja, nachdem ja Tobi unsere Ballerina-Prinzessin ist, ist Janik jetzt unsere Eisprinzessin. Schön. Nee, der ist der Ballerina-König.